Donnerstag. Wieder keine Sonne. Impeachment-Verfahren Tag 3. Und mal wieder ein, zwei Bewerbungen rausschicken. Eigentlich will ich nicht zu viel rausschicken. Hinterher habe ich die Wahl und dann kann ich mich nicht entscheiden. Deswegen haue ich erstmal die raus, die ich haben will. Wart ab. Ein, zwei Wochen und dann die nächste Charge. Ja. So, ich habe gerade einen weiteren Test absolviert. TSA, Security Certificate, bla bla. Muss man einmal im Jahr machen. Jetzt kann ich das Resümee endgültig updaten. Alles ist up to date. Ich habe versucht, mein CFI-Certificate auch bereits zu erneuern. Allerdings läuft das erst im Juni 2020, also in 5 Monaten ab oder 6. Und wenn ich das jetzt erneuern würde, dann gingen mir 5 Monate flöten, die vorverlagern das. Von daher lasse ich das erstmal. Ist ja auch nicht unbedingt nötig. Nur bin ich dann halt mit dem Job, wenn ich das erneuern muss. Was aber auch nicht so tragisch ist. So. Training heute auf jeden Fall. Mein Magen extrem sick. Also, der kommt gar nicht darauf klar. Obwohl ich gestern ja feste Nahrung zu mir genommen habe. Sprich, 2 Hände voller Mandeln. Aber der mag diese Diät nicht. Ich habe gestern noch so ein, zwei YouTube-Videos über Diäten geguckt. Die meinen, das ist das Schlechteste, was man machen kann, so Null-Diät-mäßig. Aber ist mir egal. Bei mir klappt's meistens, also in der Vergangenheit. Und von daher werde ich das jetzt durchziehen. Heute, vierter Tag, nur Proteinshake, Training. Eventuell fahre ich mal irgendwo in die frische Luft. Eventuell sogar ins Gewässer, aber das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie ich da durchkomme mit dem Kram. Also. So, mittlerweile kurz vor 2. Lena ist morgen wieder abgehauen. Natürlich ohne was zu sagen, ist ja klar. Und ich habe vor, jetzt kurz zum Supermarkt zu fahren. Seife brauchen wir. Im Endeffekt hole ich mir irgendwas an Gemüse, damit ich ja wenigstens irgendwann mal das Normales esse. Denn mein Magen knurrt den ganzen Tag und gleichzeitig ist er auch ein bisschen krank. Was ich natürlich auf dem Klo merke. Und an der Anzahl meiner Gänge dorthin. So, fahre ich kurz zum Supermarkt, dann überlege ich mir entweder frische Luft oder Training oder beides. Also Training auf jeden Fall. Kommt darauf an, was ich zuerst mache. Aber jetzt muss ich erstmal hier aus dem Bett aufstehen. Ich habe den ganzen Tag die letzten 4 Stunden, 5 Stunden am Computer gesessen, Videos zusammengeschnitten, Impeachment-Verfahren, Resümee, Bewerbung und wie erwähnt dieses TSA-Zertifikat. So, jetzt muss ich mal in die Senkrechte und dann mal raus hier. Hier drin schweinekalt. Meine rechte Hand, die an der Maus ist, wieder eisekalt. Und mein Magen knurrt, macht mich wahnsinnig. 4 Tage oder 3, dann habe ich die Woche voll. Und dann gönne ich mir mal wieder ein komplettes Menü. Aber bis dahin, und solange ich über 80 Kilo bin, keine Chance. Das sieht nicht gut aus, denn wir haben hier im Winter immer Probleme mit. Ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera so gut sehen kann. Mit Schimmel. Die ganze Bude, das Badezimmer hier. Hier ist halt kein Abzug drin. Fenster kann man nicht aufmachen, weil es eisekalt ist. Man kann nur in die Bude abziehen. Aber die Luftfeuchtigkeit ist halt relativ hoch. Wir duschen beide mehr oder weniger fast ausschließlich drüben. Nicht aus dem Grund, aber weil halt die Dusche geil heiß ist da drüben. Aber der Schimmel,
Also nicht das erste Mal, wir haben ja schon Anti-Schimmelzeug. Aber es sieht nicht gut aus. So heftig war es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Auf zum Supermarkt geht's erstmal. So, ich bin wieder zurück vom Supermarkt und ich habe mir was zu essen gekauft. Da hätte ich mal vorher drauf gucken sollen. Also es gibt einen halben Salat mit Thunfisch aus der Dose und Buttermilk Ranch. Glutenfrei, aber 210 Kalorien. Wo ich ein bisschen länger laufen nachher. Aber ich beiß mir die ganze Zeit auf den Zehen rum, mein Magen knurrt den ganzen Tag und deswegen gibt es jetzt einen halben Salat mit Thunfisch. Oh. Muss sein. Nützt nichts. Mist. Boah, war das lecker. Ein ganz komisches Gefühl im Magen jetzt zwischen absolut nicht satt und nichts gegessen immer noch. Und total überfüllt. Aber es ist gut. Dann konnten so groß die Sünde jetzt nicht gewesen sein. So, wenn ich einen zweiten Teil esse, eventuell morgen oder übermorgen, wird sich rausstellen. Auf jeden Fall werde ich dadurch jetzt auf jeden Fall später noch mehr Hunger bekommen. Aber ist egal. Proteinshake habe ich heute nicht genommen. Training habe ich heute noch nicht gemacht. So, wir haben jetzt mittlerweile Viertel vor vier. Zu spät irgendwo hinzufahren. Also. Ja. Mal sehen, was jetzt geht. Ich war so schlapp. Bin fast eingepennt. Aber dieses Impeachment-Verfahren ist zum einen ja ganz interessant, auf der anderen Seite, ey, ist immer das Gleiche und wieder und wieder. So. Ich ärgere mich gerade über mich selbst, denn ich weiß nicht genau wie, aber ein Bounty, 10 Schokobons und mindestens 3, 4 Jogoretten haben den Weg gefunden. Nervt mich gerade tierisch. Jetzt kann ich mir den Weg von vorne anfangen. Naja, wir haben mittlerweile, was haben wir denn? Kurz nach 7. Auf in den Trainingsraum. Nachbar gibt nämlich schon wieder Gas, geht mir tierisch auf die Nerven. Und von daher, zwei Fliegen, eine Klappe. Mindestens drei Fliegen, wenn man genau ist. So, da sind wir. Kurz vor 8 bereits. Tür steht offen. Bisschen seltsam. Ich habe in die letzten 20 Minuten des Impeachment-Teils Tag 3 noch reingezogen. War ganz schön interessant. Der Chef ist schon gut. Der kann schon gut reden. Aber ey, wenn da nichts bei rumkommt, das wäre so lächerlich. Naja, Training. Bestrafung sozusagen. Unter anderem. Also, eine Stunde. Auf geht's. So. 50 Minuten gelaufen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und knapp 700 Kalorien verbrannt dabei. Zwischendurch kurze Pausen für Gewichte. Und irgendwie merke ich, oh, mein Bauch hier ist immer noch. Oh Mann. Und ich merke auf jeden Fall die Jogoretten, die Schokobons und das Bounty. Die sind da schwer umhergehüpft. Kann natürlich auch am Salat gelegen haben, aber ich glaube eher nicht. Boah, ich muss den Arm wechseln, der ist so schwach. So, jetzt ist gleich 9 Uhr. Als ich hierher kam, war im Whirlpool jemand, aber ich habe die Badehose bereits an. Wenn der frei ist, springe ich da jetzt kurz rein vor der Dusche. Eine Runde Gewichte noch. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Gibt heute dann nur einen halben Proteinshake, ansonsten nur Wasser. Oh, meine Beine. Also beim Laufen habe ich schon meine Beine gemerkt, besonders bei den Sprinteinlagen. Aber das ist gut. Das beweist nur, dass mein Körper, wie gesagt, vom Vortag noch
was spürt, was gut ist. Meine Arme, komischerweise, da kriege ich keinen Muskelkater hin, egal wie viele Gewichte ich stemme, verflucht. Wenn ich 20 Liegestütze am Stück mache, habe ich direkt hier einen Muskelkater. Das ist super seltsam. Naja, ich muss auf jeden Fall, auch wenn ich die GoPro halte, den Arm wechseln, weil meine Arme schon so mau sind. Also, wie geplant wird es jetzt gemacht. Whirlpool-Dusche. Home. Ich schwitze mal wieder. Whirlpool ist besetzt. Okay, dann kein Whirlpool. Heiße Dusche, ab nach Hus. Ja, hab ich jetzt keinen Bock.